Hallo und willkommen bei Brain Booster. In der heutigen Folge werden wir Brasilien erkunden, ein faszinierendes Land in Südamerika. Mit einer Bevölkerung von über 210 Millionen Menschen ist Brasilien das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt. Die offizielle Sprache Brasiliens ist Portugiesisch und das Land ist Heimat von großen Städten wie Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador und Recife. Die Geschichte Brasiliens ist komplex und vielfältig. Vor der Ankunft der Portugiesen im 16. Jahrhundert war Brasilien Heimat einer vielfältigen Reihe von indigenen Kulturen. Im 16. Jahrhundert wurde Brasilien zu einer portugiesischen Kolonie und blieb bis zum frühen 19. Jahrhundert unter portugiesischer Herrschaft. 1822 erklärte Brasilien seine Unabhängigkeit von Portugal und wurde 1889 eine Republik. In den 20. und 21. Jahrhunderten hat Brasilien eine Reihe von Herausforderungen erlebt, einschließlich militärischer Diktatur, wirtschaftlicher Instabilität und politischer Korruption. Trotz dieser Herausforderungen ist Brasilien weiterhin ein wichtiger Akteur auf der globalen Bühne und bleibt ein vielfältiges und dynamisches Land. Die Kultur Brasiliens ist reich und vielfältig, mit Einflüssen aus indigenen, afrikanischen und europäischen Quellen. Brasilien ist bekannt für seine lebhafte Musikszene, mit Stilen wie Samba, Bossa Nova und Baile Funk, die sowohl im Land als auch international beliebt sind. Brasilien hat eine reiche literarische Tradition, mit bedeutenden Autoren wie Paulo Coelho und Jorge Amado. Die Kunstszene in Brasilien floriert ebenfalls, mit bedeutenden Künstlern wie Helio Ortizica und Lydia Clark. Sport, insbesondere Fußball, ist ein wichtiger Teil der brasilianischen Kultur. Fußball ist der beliebteste Sport im Land und Brasilien hat den FIFA-Weltmeistertitel einen Rekord 5-mal gewonnen. Andere beliebte Sportarten in Brasilien sind Basketball, Volleyball und Kampfsport. Brasilien hat eine vielfältige und komplexe Wirtschaft, die die 9. größte der Welt ist. Es ist Mitglied der BRICS-Gruppe von Schwellenländern, die auch Russland, Indien, China und Südafrika einschließt. Brasilien ist ein wichtiger Produzent einer Vielzahl von Gütern, darunter Kaffee, Sojabohnen, Zuckerrüben und andere landwirtschaftliche Produkte. Das Land ist auch ein bedeutender Produzent von Mineralien wie Eisenerz und Bauxit. Brasilien ist Mitglied des Mercosur-Handelsblocks, der Argentinien, Paraguay und Uruguay einschließt, und hat bedeutende Handelsbeziehungen zu Ländern in Südamerika, Europa und Asien. Brasilien exportiert eine breite Palette an Produkten, darunter landwirtschaftliche Güter, Mineralien und Fertigprodukte, und importiert eine Vielfalt an Produkten, einschließlich Maschinen, Chemikalien und Elektronik. Brasilien ist eine föderale präsidiale repräsentative demokratische Republik mit einem Präsidenten und einem nationalen Kongress, der aus der Kammer der Abgeordneten und dem Bundessenat besteht. Die beiden wichtigsten politischen Parteien in Brasilien sind die Arbeiterpartei und die brasilianische Sozialdemokratische Partei. Derzeit steht Brasilien vor einer Reihe politischer Herausforderungen, einschließlich eines umstrittenen Präsidenten, Amtsenthebungsverfahren und weit verbreiteten Protesten. Diese Herausforderungen haben zu erheblicher politischer Instabilität im Land geführt und viele Brasilianer sind besorgt über die Zukunft des politischen Systems des Landes. Vielen Dank, dass Sie sich diesen Podcast über Brasilien angehört haben. Wir hoffen, dass Sie ein besseres Verständnis für dieses vielfältige und komplexe Land mit reicher Geschichte und Kultur gewonnen haben. Brasilien ist ein wichtiger Akteur auf der globalen Bühne und es gibt noch viel mehr zu lernen über seine Menschen, Kultur und Geschichte. Wenn Sie diesen Podcast genossen haben, überlegen Sie bitte, unserem Kanal zu folgen und sich unsere anderen Videos anzusehen. Vielen Dank fürs Zuhören.